Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute den neuesten Trailer von Codemasters F1 2017 bekommen. Und zwar sehen wir oder haben wir festgestellt, dass viele McLarens, die aus den vergangenen Saisons mal irgendwann auf der Strecke gefahren sind, in dem Spiel vorhanden sein werden. Die Classic Cars, wir kennen sie ja schon alle. Und da haben wir auch ein Auto gesehen, nämlich den MP4-23 von 2008. Das ist dieses Exemplar, was wir hier gerade sehen. Das habe ich nämlich zufällig bei mir zu Hause als Modell stehen. Und ja, wenn wir uns den mal anschauen, da stellen wir fest, dass hinten rechts und hinten links die beiden aerodynamischen Leitbleche abgebrochen sind. Sorry, das Teil ist mir mal hingefallen. Aber was wir auch feststellen ist, und das solltet ihr eigentlich direkt erkannt haben, vorne diese zwei Hörner, die sind überhaupt nicht vorhanden. Und diese Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund, damit ihr auch... Ja, seht, dass ich euch keine Scheiße erzähle, sehen wir hier, das ist der MP4-23 von 2008, also genau das Auto, was Codemasters ins Spiel integriert hat, laut dem heutigen Trailer. Und da ich das Auto wirklich richtig geil finde von der Optik her, und ganz einfach aus dem Grund ist mir das halt auch direkt ins Auge gesprungen, und da habe ich mir gedacht, ist ja gar nicht mal so schlecht, der Sache mal auf den Grund zu gehen, denn das war mir eigentlich gar nicht bewusst. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Teil irgendwann mal diese Hörner vorne drauf hatte, vor allem nicht in der 2008er Saison, denn ich habe das Teil ja hier jeden Tag vor mir stehen, und hier sehen wir es nochmal, den Vergleich. Da sehen wir, die Hörner sind da, aber da sind sie nicht da. Und das ist ein riesiges Problem, beziehungsweise ein riesiges Fragezeichen, was in meinem Gesicht aufkam. Da sehen wir, zu Beginn der Saison 2008 gab es die Hörner noch nicht. Da sehen wir nämlich jetzt hier Lewis Hamilton mit Heikki Kovalainen, mit einigen Testfahrern. Ich bin mir jetzt gerade relativ unsicher, wer da noch steht. Ist das die Resta? Boah, keine Ahnung. Irgendjemand steht da auf jeden Fall. Auf jeden Fall, am Anfang sah das Ding noch so aus wie mein Modell. Und hier am Ende in Interlagos im Regen waren die Hörner drauf. Also, anhand dieses kurzen Videos können wir feststellen, dass Codemasters uns offenbar nichts Falsches verkaufen möchte. Das hätte mich auch stark gewundert. Es handelt sich hier offenbar um den MP4-23 von 2008. Dennoch hat sich Codemasters für die finale Variante des MP4-23 von 2008 von Lewis Hamilton entschieden, die Hörner hat und nicht die vom Anfang. Also alles in Ordnung, das Modell ist original, das Auto, was wir hier spielen werden, ist original und somit ist alles in bester Ordnung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich wirklich sehr freuen. F1 2017 wird es demnächst hier auf diesem Kanal geben. Abonniert, falls ihr es nicht getan haben solltet. Bis dahin, macht's gut, ich sage ciao.